Ja, liebe Gäste, recht herzlich grüß Gott zur Pressekonferenz nach unserem Bayernligaspiel Passau Blackhawks gegen EV Füssen. Andreas Becherer, Trainer EV Füssen, herzlich willkommen. Und Christian, du auch, schön, dass du da bist zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Bevor wir mit den Fragen an die Trainer starten, erst wieder der Dank an unseren Caterer, das Restaurant Dubrovnik, für die gute Bewirtung. Vielen Dank. Ja, Andreas, 1105 Zuschauer haben durchaus halt viel erlebt, seltsame Dinge erlebt. Wie ist das Spiel aus deiner Sicht verlaufen und was waren die Knackpunkte? Ja, erstmal schönen guten Abend von mir und herzlichen Glückwunsch zu den drei Punkten an Passau. Ich glaube, die waren bitter notwendig für euch und wir hätten sie natürlich gern mit heimgenommen, aber es war heute ein komisches Spiel. Ich bin auch gespannt auf die Analyse vom Kollegen. Ich bin heute nicht warm geworden mit der Nummer. Ich fand, dass das Spiel nie eine Chance gehabt hat auf einen Rhythmus. Viel Unterbrüche, vorzogene Pause. Ich weiß bis jetzt noch nicht warum, aber der war doch okay. Nein, der hat doch gleich wieder abputzen und es ging weiter. Ein harter Hund. Und ja, letztlich war es so, dass dann hinten aus eine Situation das Spiel entschieden hat. Will jetzt meiner Mannschaft gar nicht so einen großen Vorwurf machen. Ich glaube, dass wir jetzt nicht schlecht gespielt haben. Ein bisschen unglücklich dann auch in den Überzahlsituationen, wobei auch Passau die Gelegenheit gehabt hätte, das früher zum Entscheiden in Überzahl. Aber wie gesagt, ich bin heute nicht warm geworden damit. Zu wenig Rhythmus für meinen Geschmack. Nochmal Glückwunsch euch allen. Schöne Weihnachten und hoffentlich packt ihr das noch. Dankeschön. Ja, Christian, im Prinzip selbe Frage an dich. Kurze Analyse zum Spiel und zum Sieg und warum und weshalb. Ja, grüßt euch. Ja, ich sehe es genauso. Rhythmus hat nicht reinkommen können. Warum sage ich jetzt nicht? Ich habe keinen Bock, dass ich schon wieder straft sein. Kann sich jeder denken, aber ich glaube, es weiß ja jeder, was los war. Wie gesagt, wir haben nach dem Freitagsspiel, das war die eineinhalb Jahre, wo ich jetzt im Passau bin, mit Abstand das schlechteste Spiel war. Das war wirklich grausam war. Wir haben uns dann gestern getroffen, sind wir miteinander zum Auslaufen gegangen, haben wir wirklich lang miteinander geredet. Und heute ist der Kampfgeist wieder zurückgekommen. Den Sieg, glaube ich, haben wir uns da erarbeitet und verdient. Es war zwar ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber das haben wir uns richtig da erarbeitet und da bin ich froh drüber. Es ist ja zwischendurch einmal so gewesen, nachdem ja praktisch das zweite Drittel vorzeitig beendet wurde, dass wir ja gleich drei Spieler auf der Strafbank gehabt haben. Wie zufrieden bist du heute insbesondere mit der Unterzahlleistung? Ja, die war bei beiden Seiten fürs Nordrhein. Es war die 5 gegen 3 gut dagegen gehalten. Wir haben es eigentlich, möchte ich sagen, gar nicht so schlecht gespielt, das 5 gegen 3. Aber wie gesagt, beide Mannschaften haben das gut gespielt. Wir haben dann auch das 5-3 haben eigentlich überstanden und beim 5-4 haben wir dann das Tor noch gekriegt, wo die Spieler schon lange am Eis waren, aber nein, das ist so. Aber wie gesagt, wir haben uns gut zurückgekämpft und ich glaube, der Sieg war wichtig. Gibt es Fragen von den anwesenden Gästen an einen der beiden Trainer oder auch an beide? Ja, ich hätte gerne eine Frage, und zwar geht es eigentlich um die unterschiedlichen Leistungen, die Mannschaft über die gesamte Spielzeit gebracht hat. Da von einem Tief bis zu einem Hoch und dann wieder ein Tief. Sie als Trainer sind wahrscheinlich näher dran. Sie wissen ja, was da im Hinterkopf der Spieler los ist. Vielleicht erklären Sie es unseren Zuschauern auch mal. Wir hätten es auch gern gewusst, was die Ursache sein kann, warum es nicht funktioniert. Oder warum es dann wieder funktioniert. Ja, wir haben eigentlich schlecht angefangen. Da waren die 7 Spiele, wo wir gewonnen haben, von denen 8. Dann sind wir jetzt ein bisschen in ein Loch reingefallen, das stimmt. Wobei, das eine Spiel hat ja der Schiedsrichter entschieden. Danach haben wir, glaube ich, eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, haben wir halt wirklich die Tore nicht schießen können. Und am Freitag war wirklich mit Abstand die schlechteste Leistung, die wir gehabt haben. Es ist halt dann auch ein bisschen eine Kopfsache, wenn du dann ein bisschen hinten drin bist. Aber wir haben auch nichts anderes tun, wir haben genauso weitergearbeitet. Wie gesagt, das hat halt dann Selbstvertrauen auch ein bisschen gefeit. Und das ist dann der Ding. Und wie gesagt, gestern haben wir lang miteinander geredet und jetzt haben wir wieder richtig zusammengerückt und jeder muss einfach die Trickarbeit machen, wenn es nicht läuft, wenn man kein Tor schießt, dann muss man Trickarzt Tor schießen. Man muss einer für den anderen arbeiten, das hat ein bisschen gefeit.
Aber ich glaube, das haben sie heute bewiesen, dass das wieder zurückkommt und dass die Mannschaft da intakt ist. Kurz noch eine Frage zum 14er, also dem neuen Spieler, der da gekommen ist. Also mir ist er sehr auffällig gewesen, sehr positiv auffällig, hat also auch wunderbare Pässe oder auch Einschussmöglichkeiten gehabt, die er nutzt hat zum größten Teil, oder manchmal zweimal halt. Und wie seid ihr auf den gekommen? Ja, ich habe viele Kontakte und wie gesagt, und den habe ich schon länger im Auge. Der war ja woanders, ist auch aus Pisek, wollte ich für die anderen zwei, was heißt Football und Pisek. Und es war dasselbe wie in der Vorbereitung, der mitgespielt hat. Kontakte sind da und wie gesagt, wenn wir jemanden brauchen, dann genügt ein Anruf und dann, glaube ich, kann man immer einen haben, der wo einigermaßen Qualität hat. Der, Martin ist ein ganz anderer Spieler wie der Peter, das sieht man. Er macht auch die richtige Dreckarbeit und bin sehr zufrieden mit ihm. Bleibt uns der jetzt? Diese drei Ausländer bleiben bis Ende der Saison und dann wird immer entschieden, wer spielt. Okay. Werden die drei Spieler, so das ist ja fast schon. Möchtest du mit mir einen Platz tauschen? Aber vielleicht machst du das dann. Warum, wenn jetzt der Zehner wieder kommt, sollst du. Wie macht es denn dann? Mal, wer kommt denn dann raus oder wie ist denn das? Was habt ihr da vor? Wir haben ja jede Woche ein Training und die besten zwei spielen dann. Und auch gegen was für Mannschaft haben wir spielen oder wie wir drauf sind mit den Tore schießen. Vielleicht spielen wir dann auch mal mit zwei Stürmer oder einem Verteidiger, einem Stürmer. Wie gesagt, da habe ich dann die Wahl. Dann sieht man auch, wie man trainiert. Kommt darauf zusammen, ob man verletzt sind oder nicht. Dann kann man halt immer reagieren. Danke. Okay. Fertig. Danke. Super Sache. Herr Fischer. Ich habe gesehen, der Andi war Georg Heißenberg und heute auch wieder hinter der Banden. Was war mit Andi eigentlich vor? Dass er nicht gespielt hat oder war nicht da? Der Resche. Der Resche, ja. Der Resche war krank, der ist zwei Wochen lang gelegen. Der hat Grippe gehabt. Achso, okay. Wunderbar, dann machen wir Feierabend. Ah. Wie gibt's? Du auch noch? Ja, wie viel Kilo darf er die Spiele über Weihnachten zunehmen? Ich hab gerade gesagt, sie sollten nicht drei Stückland essen, sondern vielleicht nur zwei. Okay. Aber wir haben ja am 25. noch mehr Training. Also das wird zwar schon ein bisschen was aussehen. Genau, aber dann geht die Vorbereitung los auf das Auswärtsspiel in Landsberg, 26.12. Dann nochmal der Hinweis, der erste Eishockey-Fanclub lädt zur Benefizfahrt, Abfahrt 13 Uhr. Wer noch Lust hat mitzufahren, ihr könnt euch noch anmelden. Das nächste Heimspiel hier in der Passauer Eisarena haben wir am 28.12. gegen die Schongau Mammuts. Und dann geht es gleich am 30.12. hier wieder weiter gegen die TV Miesbach. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag. Ich möchte mir jetzt die Gelegenheit nochmal nutzen, vergelt's Gott zum Song für den tollen Support in den letzten Spielen, auch wenn es nicht so gelaufen ist. Auch heute, ihr wart's wieder großartig. Wir wünschen mir alle morgen ein schönes Weihnachtsfest, ein paar gelusame Stunden und dann am 26. lautstarke Unterstützung auswärts und am 28. dann wieder daheim. Kommt's gut heim, schöne Zeit und wir sehen uns am 26. Bis dahin, Servus und Wiederschauen.